So, hallo zusammen. Wieder willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir mal einen Battery Pack eines Husqvarna Autobooster 310 zerlegen. Das ist ein Mähroboter für alle, die damit jetzt nichts anfangen können. Also ein Rasenmäherroboter. Da sind diese Akkus verbaut. Die sind relativ teuer im Original. Es gibt ein paar Nachbauakkus. Aber ich habe mir gedacht, ich zerlege ihn mal, schaue mir mal an, wie das Battery Management System aussieht und wie der Akku aufgebaut ist. Vielleicht können wir, wenn wir ihn zerlegt haben und mal angeguckt haben, wie die Ladeelektronik aussieht, uns so einen Akku selber bauen. Was sehen wir? Vorher 5 Rundzellen, 18650er Rundzellen, sieht man an der Größe und der Dimension. 5 Stück. Das Akku-Pack sagt 18,5 Volt, 18,5 Volt durch 5, 3,7 Volt. Das heißt, Standard Lithium-Ionen, 18650er Zellen verbaut, 5 Stück. Um auf 18,5 Volt zu kommen, sind sie alle in Reihe geschalten und nicht parallel geschalten. Also eigentlich eine relativ einfache Schaltung. Das heißt, die Batterien werden da drin einfach in Reihe geschalten sein. Dann hat man ein Battery Management System mit 4 Drähten. Ich vermute mal aus der Vergangenheit VCC, Strom und Ground und zweimal für Daten und vermutlich Temperatur. Man merkt es auch schon an den Drähten. Die beiden gelben Drähte, die vielleicht für eine Temperaturüberwachung oder eine Überwachung des Chips gedacht sind, sind deutlich dünner als die beiden stromführenden Drähte, schwarz und rot, VCC und Ground. Okay, so viel dazu. Wir schauen mal rein und dann machen wir mal einen Teardown. Ich werde es mal langsam zerlegen und vielleicht klappt es, dass wir einen Akku nachbauen, weil ich noch ganz viele Rundzellen da habe. Und ich habe auch gesehen, ich zeige es euch noch mal ganz kurz, bevor ich ihn zerlege. Die angegebene Kapazität sind 2100 Amperestunden. Nicht sehr viel, würde ich mal behaupten. Wenn ich sage, ich habe hier 5 Zellen verbaut, die alle 2100 mAh haben, das ist das nicht sehr viel. Die Samsung-Zellen, die ich hier habe, die gebrauchten Samsung-Zellen, haben noch um die 3000 mAh. Das heißt, würde man 5 Stück von denen reinschalten, hätte man 3000 mAh oder 3,0 Amperestunden bei derselben Spannung. Also eine längere, deutlich längere Mähzeit. So viel die Theorie. Noch eine Sache vorab, bevor ich anfange ihn zu zerlegen. Ich hatte auch schon mal ein Video, bei dem ich den Akku-Pack eines Saugroboters zerlegt habe, ähnlich aufgebaut. Ich habe es bis nie geschafft, einen Akku nachzubauen, da auf dem Battery Management System ein Chip ist, der die Kapazitäten speichert und auch merkt, wenn die Kapazität der Batterien schwacher werden. Wenn ich jetzt dasselbe Battery Management System nehme, neue Akkus reinbaue, erkennt der Chip da drin, dass an dem Akku manipuliert wurde und sperrt das Laden bzw. sperrt den ganzen Akku oder im Worst Case den ganzen Roboter. Laut Hersteller ist es ein Schutzmechanismus, der hier greift, um eben defekte Akkus, manipulierte Akkus auszusperren. Aber in der Realität ist es einfach ein reines Kauf einen Originalakku bitte und bastel nicht selber dran rum, Schutzsystem. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Aber es gibt meines Wissens auch kein Teardown-Video zu diesem Akku. Deswegen ist es auch mal ganz interessant, vielleicht für andere zu sehen, was denn drin steckt. So, viel geredet als Intro. Ich schaue mal ganz kurz, wie die Spannung aktuell im Akku ist, die noch verbaut ist. Wir gehen mal auf Spannungsmessung und sehen 9,3 Volt sind noch drin. Also müssen die Zellen relativ leer sein. 9,3 auf 5 Zellen aufgeteilt. So, ich knipse ihn jetzt mal auf und dann sehen wir weiter.
So, was haben wir hier? Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, vom Typ her haben wir, das sind SE US18650 V3B Zellen. Ich habe mal gegoogelt, weil ich mir nicht ganz sicher war. Ich hatte zwar eine Vermutung, aber es sind Sony Zellen. US18635V3B. 2100 mAh hatten wir schon selber ausgerechnet. Der ganze Akku, da es 5 Zellen waren, die alle in Reihe geschalten sind, haben wir die 2100 mAh. Genau, okay. Also, was sehen wir noch? Das Battery Management System, die einzelnen Spannungsüberwachungen zwischen den Batterieübergängen, die ich für das Balancing der Batterien brauche. Das sieht man auch hier ganz schön. Ich habe hier die Testpunkte der 1, 2, 3, 4, 5 Batterien an der Stelle und kann dann, wenn ich hier beginne, das sind die Drähte hier, ihr seht hier, die Drähte gehen hier alle rein. Wenn ich hier anfange zu messen, von der ersten Batterie zur zweiten Batterie, habe ich 1,9 Volt. Jetzt nehmen wir nach zwei Batterien 3,6 Volt, drei Batterien 6 Volt, vier Batterien 8,2 Volt und fünf Batterien 10,3 Volt. 10,3 Volt war ungefähr das, was wir auch gemessen hatten. Ich weiß nicht mehr ganz genau. 9,3. So, was sehen wir noch? Wir haben hier einen, wo die gelben Drähte reingehen. Ich habe es versucht wegzuziehen, aber dieser Kleber ist echt schwierig und sehr stark verklebbar. Ich bin mir sehr sicher, dass es hier ein Thermoelement ist. Deswegen will ich auch nicht mit so viel Kraft reingehen, nicht, dass ich es kaputt mache. Zur Temperaturüberwachung. Da kannst du mal ein bisschen rausfriemeln. Aber das wird hier reingeklebt, um die Temperatur des Akkus zu überwachen. Das heißt, wird der Akku zu warm, wird der Ladevorgang abgebrochen. Was haben wir hier noch? Ich vermute auch ein Thermoelement. Wir haben auch zwei Drähte, die von hier abgehen und nach hier hinten verschwinden. Auch hinter ein verklebtes Silikon, was auch immer das hier ist. Aber ich krieg's jetzt nicht raus. Okay, vielleicht später mal mit Isopropanol probieren. Oder wenn ich den Akku-Pack zerlege, dann geht's vielleicht auch leichter. Gut. Das heißt, die gelben Drähte sind hier eigentlich nur zur Temperaturüberwachung da. Wir gehen hier drauf, gehen hier weiter, gehen hier rein, gehen hier zurück. Die Frage ist nun, von diesem Punkt aus könnte natürlich jeder der Steuerungschips auch die Temperatur mit abgreifen. Also nicht nur die Steuerung mit dem Roboter, sondern auch innerhalb des Battery Managements eine Verarbeitung der Temperatur erfolgen. Genauso wie hier. Hier haben wir auch die Temperatur, die wir direkt abgreifen. Hierher. Sonst könnte man sich diesen Lötpunkt ersparen können. Okay. Was haben wir noch? Von der Schaltung her hatte ich ja bereits erwähnt, wir haben hier eben fünf Batterien, die man in Reihe geschalten hat. In Reihe geschalten, für die es vielleicht nicht so gut kennen, man sieht es hier an diesen Verkerbungen. Das hier ist immer der Pluspol. Der ist dann hier oben. Das heißt, man geht hier. Okay, warte mal, hier ist das Ende. Blöd. Also man beginnt hier, geht hier hoch, geht hier mit der Brücke hier rüber, geht wieder hier runter, geht hier wieder über die Brücke zum Pluspol, geht wieder zum Minuspol. Hier oben ist wieder eine Brücke, geht hier wieder rüber zum Pluspol, hier wieder runter und so weiter und so fort, bis man dann hier am Ende herauskommt beim Minuspol und hat so fünf Batterien in Reihe geschalten. Genau. Gut, zerlegen wir es.
So, zerlegt das Ding. Den Pack baue ich demnächst mal auseinander, aber ich schätze mal, die Batterien sind nur noch für die Tonne. Es sind eh nur 2100 mAh Batterien, also Batterien mit relativ geringer Kapazität. Von der Powerbank, ja, theoretisch möglich. Dazu muss ich es aber auch auseinandernehmen, weil ich eher 5 Volt brauche. Ich meine, ich bin Standard-Ladegeräten, sie parallel schalte und nicht in Reihe schalten muss. Deswegen habe ich mal 5 von meinen Samsung-Batterien rausgesucht. Das sind recycelte Samsung-Batterien mit 3200 mAh ursprünglich. Wir haben noch alles um die 3000 mAh. Ich habe sie mal gemessen vor längerer Zeit. Die liegen hier rum, da habe ich noch eine ganze Kiste voll. Und daraus bauen wir jetzt so einen Pack und bauen das hier wieder zusammen. Wickeln das Ganze ordentlich ein in Karton und in, ja, vielleicht auch Tape. Mal sehen. Und dann testen wir es, ob es funktioniert oder nicht. Genau, das legen wir mal zur Seite. Am besten schön hier so aus Metall. Nein, natürlich nicht immer aufpassen. Auch nochmal der Hinweis, das, was ihr hier tut oder das, was ich hier tue, macht es bitte wirklich nur, wenn ihr Ahnung davon habt, wenn ihr wisst, was ihr tut. Diese Batterien, diese Batteriepacks, die können auch mal ganz schnell einen Kurzschluss verursachen, gerade wenn ihr hier mit Löten und die Drähte ablötet, wenn der eine Draht blöd fällt und plötzlich an die Kathode oder Anode kommt, dann gibt es einen Kurzschluss. Und wenn ihr das nicht schnell genug merkt, kann es auch mal ganz schnell brennen. Deswegen macht es bitte nur nach, wenn ihr auch wirklich wisst, was ihr tut. Gut, das Board legen wir auch mal zur Seite. Und ich habe schon mein Gerät rausgeholt, mein Batterieschweißgerät. Das stelle ich hier mal her. Damit kann man punktschweißen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Also man kann eben diese Schweißverbindungen hier oben erstellen. Und diese Punkte, die ihr seht, also nicht die Schweißpunkte, sondern diese Dinge hier. Das sind einfach nur Schweißpunkte, mit denen man diese Batterien am besten verbindet. Vorher mache ich sie nochmal sauber. Das sind recycelte Batterien, ihr seht es hier, wurden ausgebaut aus einem E-Bike und werden jetzt hierfür recycelt. Dann gibt es hier den Nickeldraht. Mit diesem Nickeldraht baut man eben diese Brücken. So muss das aussehen von der Orientierung. Und genauso bauen wir es jetzt nach. Okay, das machen wir jetzt mal. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Pack fertig ist. So, der Pack ist fertig. Ich habe ihn 1:1 nachgebaut und ihr seht, ich habe hier zwei Lötfahnen gelassen, an die ich dann später die Drähte besser anlöten kann. Man sollte ja eigentlich nie direkt an den Akkus löten, aber kurz geht das schon. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, sollten wir jetzt hier so was um die 18 Volt messen können. 18,3 Volt. Sehr gut. Okay. Den legen wir mal zur Seite, den brauchen wir nicht mehr. Falls ihr das Geklapper im Hintergrund euch nervt, das ist mein 3D-Drucker. Ich habe leider meine Videoaufnahme
und meine Druckzeit schlecht getimt. Aber der Drucker druckt schon mal ein neues Powerbank-Gehäuse zu einem Video, das ich demnächst machen will. Aber das druckt leider 6 Stunden, deswegen wollte ich nicht so lange warten. Also sorry, falls es nervt. Und noch was, meine neue Matte, wie wem es nicht aufgefallen ist, ich verlinke es euch unten mal, von der TechDemi, ist echt eine coole, coole Matte. Bin sau zufrieden damit. Also wer eine neue Lötmatte sucht, schaut mal bei der TechDemi vorbei. Die haben echt coole Matten. So, dann bauen wir jetzt mal wieder das Teil hier rein. Das wird jetzt wieder ein bisschen aufwendiger. Wir müssen einmal die Spannungsüberwachungsdrähte und die Drähte hier wieder anlöten. Gut, das machen wir jetzt als nächstes. So, mal ein kurzer Zwischenbreak. Ich habe mir ordentlich die Finger verbrannt, weil diese dicken Kupferdrähte die Hitze derart wegleiten, dass ich echt lange drauf rumbrutzeln musste und die Drähte so heiß geworden sind. Aber gut. So, das Board ist fertig. Im Nachhinein hätte ich die Drähte gar nicht ablöten müssen. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber das macht ja nichts. Wir wollten ja einmal alles weglöten und einen kleinen Teardown machen und uns das im Detail anschauen. Von daher nicht so schlimm. So, okay, jetzt machen wir noch die Verbindungen zum Board, die löten wir noch fest, stecken den Stecker noch an und dann packen wir noch mal ein bisschen Karton außenrum, dann testen wir das Ganze mal, würde ich sagen, im Roboter, ob er lädt, mal sehen, ob ich euch da mitnehme oder ob ihr mir einfach glauben müsst, dass es geht oder dass abgebrannt ist. Jetzt löte ich mal, das hat sich ein bisschen die Isolierung gelöst, jetzt löte ich es mal noch fertig. So, ich habe das jetzt mal extremst provisorisch zusammengetaped, Karton alles isoliert, was ich isolieren konnte und hier einfach nur mit Paketband einmal hier das BMS isoliert, dass hier nichts passieren kann. Warum? Nur provisorisch. Ich möchte es erstmal testen, weil wenn irgendwas nicht funktioniert und ich habe alles schon mit Panzertape getaped, ich habe ja leider keinen hier großen Schrumpfschlauch, der hier drüber geschrumpft wird und ich muss wirklich komplett in den Panzertape eintapen. Und es ist kein Spaß, wenn es nicht funktioniert, das Panzertape wieder runter zu machen. Deswegen teste ich es jetzt mal so. Danach mache ich das Paketband wieder weg und dann wird es einmal sauber komplett in Tape eingewickelt, damit es auch einigermaßen wetterfest ist. Das ist natürlich auch wichtig. Und vor allem Kurzschluss sicher. Das ist das Wichtige, weil Kurzschluss ist die Mutter jeden Hausbrandes. Spaß beiseite. Echt kein Spaß. Also, ich gehe jetzt mal raus, stecke es mal an und dann schauen wir mal, ob es funktioniert. So, und da sind wir aus meinem Rasenmäher. Hier ist, ich habe es schon mal aufgemacht. Hier ist der Ersatzakku, den ich verbaut habe. Der steckt hier dran. Den nehmen wir jetzt mal raus. Und dann stecken wir den anderen an. Unseren kleinen Zombie-Akku.
und schauen mal, was passiert. An der Stelle, sorry fürs Wackeln, ich habe jetzt keine Haltung über die Kamera. So, ihr steckt, den anderen nehmen wir mal zur Seite. Also wie gesagt, alles nur provisorisch. Der muss nachher noch besser isoliert werden. Und auch so, dass da nichts passieren kann an der Stelle. So, okay. Dann machen wir den Deckel mal wieder drauf und dann schalten wir rein. So, der Akku ist drin. Als Beweis. Also das Beweis, ich glaube es einfach, hier ist der andere Akku. So, Ladeanzeige ist ja relativ voll. Er steht gerade nicht in seiner Station. Wir schieben ihn jetzt mal rein, aber auch lädt. Das ist das Wichtige. Und wir sehen, er lädt. Ich lasse ihn jetzt mal vorladen. Es ist leider schon nach 17 Uhr. Laut Programmierung fährt er nur bis 17 Uhr. Aber er lädt, er wird erkannt. Und er ist an. Von daher würde ich sagen, voller Erfolg. Falls das nicht funktionieren sollte, seht ihr es noch. Ansonsten scheint es zu funktionieren. Lasst mir gerne ein Abo da, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr etwas anderes sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao. Ciao.